Das hat sich jetzt aber nach einem Dilophosaurus angehört, oder? Als ob da jetzt nichts passiert, ey. Erzähl mir doch keinen Schmarren. Ich werde hier noch nicht durch können, weil ein Lüftungsschacht. Nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben hier noch eine Tür. Okay, sie ist verschlossen, da müssen wir durch den Lüftungsschacht durch. Da ist aber schon jemand vor mir durchgegangen. Oder sehe ich das irgendwo falsch? Weil ich meine, das Gitter ist ja schon ab. Auf geht's, ab geht's. Immer noch Kamelgiraffen. Jetzt sind wir auf dem Dach gelandet. Diese Geräte scheinen die Stromverteilung der Einrichtung zu steuern. Okay. Okay. Der Gang hier erinnert mich gerade sehr stark an Jurassic Park 1, wo Ellie den Strom angemacht hat. Ich weiß, da ging es gerade runter. Jetzt ja nicht alles schreiben, da ging es aber gerade runter. Du hast was übersehen. Ich habe das nicht übersehen. Da geht es nämlich auch nochmal runter. Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Man schlüpft ja eigentlich nie in das erste Loch, was man sieht, ne? Das habe ich so nicht gemeint. Aber ich glaube, dass ich ins zweite rein sollte, weil, aus Gründen, oder? Ich brauche ganz kurz eine Beratung. Soll ich ins erste Loch oder ins zweite Loch reinhüpfen? Okay, zwei fürs erste, einer fürs zwei. Jetzt haben wir es 50-50. Ich muss jetzt leider auf die ersten drei hören, die abgestimmt haben. Und da war Loch 1. Okay. Abseilen, jawohl. Nein, 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 ich komme noch gerade aus dem Schacht. Aber ich höre irgendwas knurren. Hört man das? Jetzt hat's aufgehört. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht aus wie. Was war das gewesen? Munition, okay. Für meine Knarre auch. Sieht so aus. Schicke Sache. Dieser Notfallbox kann man Medizin lagern. Du hast nicht genug Stecker. Okay, da kann ich also dann später kann ich hier meine Medipacks lagern, oder was? Da kann ich die überall bunkern, was sehr praktisch ist. Schalter betätigen, auf jeden Fall. Es passiert nichts. Okay. Ich muss also in die Tür hier rein. Erstmal ein Abseilen, das Beste, was du morgens machen kannst. Ein Abseilen, Kaffee trinken und wieder ein Abseilen. Am besten mit dem Kaffee direkt aufs Klo. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. Wer ist die? So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Ach, das ist der. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea. But Cooper has the radio and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. Ich fand ihre Aussage eben gerade sehr lustig. So
Als sie gemeint hat, ja, da war ein Dinosaurier und ich hoffe, er ist noch am Leben. Meint sie den Dinosaurier oder meint sie den Kollegen? Ich glaube, dass sie will, dass der Dino noch am Leben ist. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock and then rendezvous back here. Also wenn dieser Plan so funktionieren würde, wäre das Spiel um 16 Uhr spätestens durch. Lasst mich raten, wie das Ganze abläuft. Er macht mir jetzt hier unter die Türen auf. Und dann hört man einen Schrei und der Typ wird gefressen und dann müssen wir gucken, wie wir alleine hier klarkommen. Oder er hört irgendwann auf, zu uns Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zurück in diesen Raum, sehen, dass er tot ist, müssen mit dem Fahrstuhl irgendwo runterfahren. Das sind die zwei Optionen, die ich jetzt hier sehe. Ja. Now what I want to know is where those things are coming from. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wo die Saurier wirklich herkommen. Sind es einfach nur Experimente oder sind es wirklich Waffen? Oder beides? Moment, was ist denn, wenn ich hier durchgehe? Oh, zu viele Möglichkeiten, um irgendwo lang zu gehen. Ich habe immer noch oben eine Klappe, in die ich noch rein müsste, ne? Die habe ich nicht vergessen. Na komm, nimm das Ding. Was ist das denn? Hallo? Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wie viel Schuss hat denn das Teil? Kann man das irgendwo sehen? Nein, prüfen. Heißen die wirklich so? Pump-Action-Schrotgewehr? Ich könnte wetten, dass ich fürs Schrotgewehr nur die Munition habe, die auch da drin steckt. Aber man sieht's halt auch nicht, ne? Nee, dann lasst uns mal lieber bei der Pistole bleiben. Nein, Pistole. Ist, glaube ich, erstmal besser. So, besorge die Codedisk mit demselben Zeichen und setze beide in die Türen. Okay. Eine Codedisk habe ich jetzt schon mal. In die Tür? Nein. Oder? Ich kann Spielstände speichern, sinnlos in Türrahmen anscheinend. Cool. Spiel speichern auf Memory Card Platz 1. Okay, sehr cool. Immer zweimal speichern, ne? Falls das erste Mal nicht funktioniert hat. Eine Pumpgun jetzt mit der Kamelgiraffe Team machen. Ne, die ist ja gegen mich, die Kamelgiraffe. Die werde ich wegschießen müssen. Es tut mir echt leid. Ich wollte mich bei dir kurz bedanken. Deinem Hinweis auf Medimobs habe ich heute ein Jurassic Park Roman zu Hause stehen. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne, Mann. Sehr gerne. Okay, habe ich jetzt gespeichert? Ey, ich bin da immer so... Ach so, überschreiben. Also habe ich gespeichert. Ich überschreibe trotzdem nochmal. Ja, fein. So. Wenn du vor einem Areal speicherst, ist das meistens nicht gut. Okay. Already? That was quick. Thanks. Hey girl, just get going. Ey, ich trau dem Braten auf gar keinen Fall. Ich hör's doch schon wieder. Hinter mir ist doch wieder irgend so eine kleine Saurierfotze. Entschuldigung für die Ausdrücke hier. Aber das Spiel ist ab 18. Wir müssen hier fluchen. Um Gottes Willen, hab ich gerade erschrocken. Uff. Oh Gott. Ah, die Musik, die deutet Ärger an. Wir hatten vorhin geschrieben, jetzt kommt hier der Bull-Tyrannosaurus Rex, weil der Raum hier ist gerade auffällig groß, nach dem Motto, hier könnte ein großer Saurier rein. Baran 5R5687 hat das geschrieben. Okay, okay. Wenn das jetzt stimmt,
Was mache ich denn dann? Also, so ein Raptor war eben gerade schon nicht so leicht wegzuballern. Ein T-Rex kritisch. Oder hätten es Munition? Sekunde. Verstärkt die Wirkung von Betäubungen. Betäubenden Gegenständen. Habe ich betäubende Gegenstände? Ich habe nur tötende Gegenstände eigentlich. Ich komme diese scheiß Treppe nicht hoch. Ach so, du musst da auf X drücken damit. Ja, gut, verstehe. Animationen, um Areal zu laden. Alles klar. Also das hier ist auf jeden Fall so ein Vorsprung, der wäre für den T-Rex optimal, um mich zu killen. So, wir haben jetzt drei Türen. Zwei unten, eine oben. Oder haben wir zwei auch noch oben? Oh, das wäre so scheiße. Hä? Halt, Moment, hör mal ganz kurz auf. Was? Achso. Ey, betäubende Dingens finde ich gerade sehr viel. Ich könnte mir vorstellen, da ich den T-Rex einfach nicht töten kann, ich muss ihn wahrscheinlich betäuben. Da haben wir keine Tür. Okay, wir haben also drei Türen hier oben. Eine Tür hier oben und zwei Türen da unten. Gehen wir erstmal hier rein und schauen, ob wir dem T-Rex jetzt schon entgegentreten müssen. Oh, ich höre doch schon wieder irgendein Vieh. Zielt die Gute automatisch? Ich hoffe doch. Oh ja. Leide. Ah. Um Gottes Willen, wo kommt der jetzt her? Ist das derselbe wie der andere? Ach, ist doch auch egal. Kill diese Missgeburt jetzt. Okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das Elefantenzebra ist aber, glaube ich, auch auf Ärger aus. Könnte ich mit dir wetten. Jetzt bekomme ich Streugeschosse. Die sind sehr wahrscheinlich für meine Shotgun, gell? Wurde mit dem digitalen Schlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür und stelle die DDKs. Ich habe gerade kein Wort verstanden. Was soll ich machen? Ich warte. Objekte. Das sind die Patronen. Nee, 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 nee. Moment. Ich habe doch das SDK-Bums-Ding da. Habe ich doch irgendwo in meinem Inventar. So. Das Ding ist es, oder? Ist es das nicht? Nutzen? Geht nicht. Dann war es das nicht. Na gut. Resident Evil war aber wesentlich leichter zu verstehen als das hier. Da hast du Schlüssel gehabt, die haben einfach verschiedene Formen gehabt, für die ganz dummen. So ein Kreisschlüssel. Einen war ein Viereck und einer war ein Dreieck. Wenn es abenteuerlustig wurde, hast du mal ein Trapez gefunden und hier kommen die mit DDR587 Schlüsseln an. Ich habe ja eine Karte, Gott sei Dank. Ich habe gerade nämlich gedacht, das sind schon wieder viel zu viele Türen. Aber ich habe ja eine Karte. Und ich habe sehr viel Ausrüstung. Ist das normal? Dass hier überall Ausrüstung rumliegt oder ändert sich das später? Von der anderen Seite verschlossen, okay. Dann sollten wir doch die Karte, gleich mal aufrufen. Von hier bin ich gekommen, ne? Nee, bin ich nicht. Von der anderen Seite bin ich gekommen. Jurassic Park 1, Rexy, Jurassic Park 2, Buck und Doe, Jurassic Park 3, Bull, Jurassic Park 1, Rexy, was? Alle Kahn und Tyrannosaurus Rex, das ist sehr cool.
Obwohl ich den Namen Buck und wie hieß der andere aus Jurassic Park 2? Buck und Doe finde ich immer noch lächerlich. Obwohl Großfresschen und Kleinfresschen, das ist lächerlich. Oh Gott, diese Namen sind echt schrecklich. Der T-Rex war mal, der, oh Gott, der war mal wirklich. Der war mal ein Monster, wenn der irgendwo aufgetaucht, hast du Angst vor dem bekommen. Und dann auf einmal heißt er jetzt Kleinfresschen und Großfresschen. Willst du es lesen? Ist die Frage, ob ich es lesen muss. Als Ergebnis des heutigen Experiments kann es in einem starken Magnetschwung geben. Daher schließen wir heute um 18 Uhr. Okay. Die Antenne wird vorübergehend gesichert. Als Vorbereitung muss der Waffenschrank in der Bar überprüft werden. Wir haben hier eine Bar auf der Insel. Wir haben hier eine Bar auf einer Insel, wo wir mit Dinosauriern experimentieren sollten. Ist das eine gute Idee, dass wir hier eine Bar haben? Die sind doch alle jeden Abend besoffen. Das ist eine richtige Schnapsidee. Schnaps, verstanden? Er kann mit der Kombination 8159. Ist das so ein Spiel, wo man sich sowas merken muss? Oder kann man das dann einfach so nicht. Schreibt das hier mal rein. 8159. So, das müsst ihr jetzt einfach hier so stehen lassen. Dann kann man sich das einfach merken. So. Kürzlich wurde hier unerfahrene Wachen postiert. Anscheinend aber sehr viele. Ihr habt aber einfach eine Bar hier stehen. Ihr könnt doch nicht einfach Wachen einstellen, die nicht wissen, was sie machen, auf eine Insel mit Dinosaurier packen, wo eine Bar steht. Es ist oft so, dass sie nicht wissen, wie die DDK-Anlage richtig bedient wird. Das weiß ich aber auch noch nicht so ganz genau, ne? Hier ein paar Punkte, die im Handbuch womöglich nicht klar genug vermerkt sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Leute sich das aneignen. Okay, nachdem Sie den DDK benutzt haben, ist der Code fällig. Ich komme jetzt schon an meine Grenzen. Der DDK ist ja nicht mal der Schlüssel, den ich jetzt habe, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Der muss nach der grundlegenden Auswahlregel ermittelt werden. Entfernen Sie jeden zweiten Buchstaben, um den Code zu ermitteln. Wichtig merken, jeden zweiten Buchstaben weg. Aus irgendwas, was wir später wohl noch sehen. Probieren Sie das am besten an einer Tür aus. Ah ja. Das ist aber sau schlau, oder? Das ist wirklich clever. Einfach irgendwelche Worte an die Wand zu kritzeln und dann zu sagen, jeder zweite Buchstabe zählt noch. X, Y, Z, das ist richtig. Ich habe das nur nochmal überprüft, aber das stimmt. Im obigen Beispiel lautet der richtige Code Open. Man entfernt jeden zweiten Buchstaben. Okay. Gut. Hatte ich es eben doch nicht verstanden. Scheiße. Jetzt habe ich es aber verstanden. Alles in Ordnung. Was haben wir jetzt hier? Dort ist das Schloss für den Antennenschlüssel. Den haben wir ja noch nicht. Das ist die kleine Luke. Da können wir nicht durch, weil wir uns auf jeden Fall nicht ducken können. Diese Kiste liefert den Strom für die Antenne. Das ist also alles da, nur der Schlüssel fehlt. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf zum Schlüssel. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir müssen jetzt zurück in den großen Raum, wo eventuell ein T-Rex auftauchen könnte. Ich sag's nur. Ach, komm. Okay, wisst ihr was? Chat, ihr stimmt jetzt ab. Pistole oder Schrotflinte? Bedenkt dabei aber, dass wir, wenn wir jetzt die Schrotflinte benutzen, dass wir jetzt Munition für die Schrotflinte verlieren. Ich will es nur sagen, ihr dürft abstimmen. Jetzt klingelt es hier, ihr stimmt so lange ab, ich bin gleich wieder da. So. Ach ja, krasse Geschichte. Mache ich eben einfach die Tür auf, steht die Polizei vor der Tür. Es gab wohl irgendwo einen Rohrbruch.
und die komplette Straße unter Wasser gesetzt. Also wirklich so hoch die Wasserlache. Jetzt habe ich das Auto wegfahren müssen, weil die jetzt meinen Parkplatz aufkloppen müssen. Cool. So. Okay. Erstmal durchschnaufen und dann geht's jetzt wieder weiter. Was habt ihr gerade für eine Diskussion hier am Start? Wer der stärkste Saurier in Jurassic Park ist oder was im Jurassic Franchise, meint ihr? Ich würde sogar sagen, der Indominus Rex, oder? Der kann sich immerhin auch tarnen. Der stärkste von der Kraft her ist aber der T-Rex, meine ich. So. Okay. Normaler Tag bei mir, steht auch immer die Polizei und behauptet, ich hätte Bauzäune geklaut. Ja, kenne ich. Aber ich meine, ich klaue auch wirklich Bauzäune, weil ich meinen eigenen Jurassic Park aufbauen möchte. Psst. Und scheue dabei auch keine Kosten. Haben wir jetzt eigentlich was abgestimmt gehabt? Wegen Shotgun oder was? Pistole. Okay, Pistole. Scheiße, ich hab gehofft, ihr sagt die Shotgun. Okay, dann geht's eben ab zur Pistole. Der steht direkt vor mir, der Raptor, ne? Dieses Drecksvieh, ey. Einmal trifft er mich, aber nur einmal. Komm schon. Oh, er haut mir einfach in die Fresse. Was meint ihr, was diese Schwanzschlag-Animation früher die PlayStation 1 für Arbeitsspeicherleistung gekostet hat? Ey, der ist aber fix unterwegs, der Gute hier. Okay, Sekunde. Ich habe auf gar keinen Fall jetzt... Ah, ich habe keine Heilung mehr. Oh Gott, ich habe nur eine Wiederbelebung und keine Heilung. Ich bin fürs Kamel, ey. Was ist das denn bitte? Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Keine Kosten... keine Kosten schön oder kein Verbrechen schön. Okay. Ja, ich muss ihn jetzt auf jeden Fall töten. Ich habe keine andere Wahl. Das war's jetzt gewesen wegen einem Schuss oder was? Der stand hier davor, gell? So auffällig wachend, aber Moment, von da bin ich doch gekommen. Nee, ich bin von da gekommen. Ich bin gar nicht aus der großen Tür gekommen. Ui. Stimmt ja, ich bin ja aus der kleinen Tür gekommen. Der lebt noch, der schläft nur. Ich glaube, der Hund macht gerade Randale in der Küche, aber das macht jetzt nichts. Da muss er mal durch. Beziehungsweise muss ich da mal durch. Wir haben die Bar gefunden, ey. Guck mal einer an. Wir haben einfach eine Bar mit Munition gefunden. Oh, ein Heilding. Was ist das denn? Ein? Wiederbeleber haben wir jetzt 2 Stück. Okay. 2 von maximal 2 stand da eben. Ist jetzt eben die Frage, ob wir unseren Koffer auch später erweitern können, dass wir vielleicht mehr davon tragen können. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal die Bar gefunden, in der sich jeden Abend ordentlich einer in die Binsen gelötet wurde. Oh ja. Sieht man da schon. Und ein gelber Brief. Den wir nicht nehmen können, doch. Chemiehandbuch, die Broschüre eines Pharmakonzerns. Willst du sie lesen? Ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Neue Produktebeschreibung, Heilmittel, Betäubungsmittel, Wirkungsverstärker, Vervielfältigungsmittel. Was für ein Wort, das habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben oder gelesen. Vervielfältigungsmittel. Ist aber irgendwie chillig, das auszusprechen. Vervielfältigungsmittel. Das finde ich cool. Die 4 oben aufgeführten Mittel sind die neuesten Entwicklungen unserer Firma. Sie sind äußerst verlässlich und für den Kampfeinsatz geeignet. Okay. Da ihre Anwendung kaum Ausrüstung erfordert. Besonderheiten? Besonderheiten. Durch die Mischung von Chemikalien können 2 Arten von Dingen erzeugt werden. Welche mögen das wohl sein? Heilmittel.
Praktisch. Sorgt für schnelle Heilerfolge, bla bla bla. Betäubungsmittel, okay, bin mal gespannt. Kann auf eine Kugel oder Nadel aufgebracht ein Ziel einschläfern, auf eine Nadel. Wieso eine Nadel? Das wäre das Letzte, was ich... Die meinen bestimmt so einen Betäubungspfeil. Es wurde nur ein bisschen schlampig übersetzt. Du hast auf mein Haustier geschossen. Wenn du dir Raptoren hältst... Entschuldigung, wenn du dir Kamele zu Hause hältst, das ist sowieso illegal, will ich dir nur mal sagen. Moin moin, servus. Servus, Cobra. Schön, dass du am Start bist. Wir schießen gerade auf Kamele. Und wir haben mitbekommen, dass... Wer war es denn gewesen? Ich glaube, Baran klaut Bauzäune. Und Chris Mix ist immer schlecht drauf, haben wir festgestellt. Immer negativ eingestellt. Okay. Ich habe den Code ja... Gott sei Dank in den Chat geschrieben. Wer den Code zuerst findet, bekommt von mir einen Kinderpinguin zugeschickt. Ich habe ihn gefunden. Ha. So. 8. Falsch. 1, 5, 9. Okay, da haben wir doch schon was. Was sind das jetzt hier? Hiermit kann eine Pistole zur Glock 35 umgebaut werden. Den nutzen wir auch mal sofort und bauen ihn da mal dran, oder was? Habe ich den jetzt da dran gebaut? Habe ich den da jetzt wirklich... Ist das schon fertig? Umbauen. Ah, ich kann auch noch andere Teile später finden. Okay, cool. Cool, cool, cool. Verstanden. Was haben wir eigentlich hier noch mit Mixen? Das sind wahrscheinlich dann die Chemikalien später. Ah, ja. Guck mal einer an. Ich check das Spiel so langsam. Da werden wir wahrscheinlich zwei Chemikalien zusammenmixen können, um dann später Heilung und so ein Kram zusammenzuwürfeln, damit wir nicht so früh hops gehen. Okay, was haben wir denn jetzt hier im Schrank?